Aber ich habe einen besonderen Auftrag für dich, Kian. Dieser Song impliziert eine Person, über die du singst. Und ich möchte wissen, wie es mit diesem weitergeht. Was geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Episode. Freunde, in der heutigen Folge erfahren wir so viele Neuigkeiten über Mira. Und ich sag euch, mittlerweile habe ich eh meine Meinung über Mira, über Tobi und über andere Dinge. Ich sag euch ehrlich, die anderen YouTuber hier, die können veräppelt werden, ich aber nicht. Ihr wisst ganz genau, wie ich ticke. Ihr wisst, ich blicke immer hinter die Fassaden. Und ich werde das ganze Ding auf jeden Fall noch herausfinden, was die Sonnenkrieger wirklich sind, was die Sache mit Mira ist und was allgemein hier überhaupt abläuft. Deshalb, Leute, checkt auf jeden Fall diese und die anderen Folgen ab, um nichts mehr zu verpassen, gönnt auf ihr ein Abo, ein Like, aktiviert die Glocke und Freunde, unbedingt an alle, die es noch nicht wissen. Um 17.06 Uhr gibt es auf meinem Zweitkanal auch schon die nächste DSDS-Reaction-Folge, Freunde. Bald reagiere ich komplett auf meine eigenen Sachen. Ihr wisst ja, ich war bei DSDS im Finale. Deshalb unbedingt da einschalten. In der Beschreibung ist der Link. Kian TV ist der Zweitkanal. Unbedingt dabei sein. Gönnt da auch auf Ehre ein Abo, ein Like, aktiviert auch dort die Glocke und dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hüster, Bro. Ich sag dir ehrlich, wir sind schon echt gut dabei, das ganze Ding hier aufzubauen. Also mittlerweile sieht sie schon echt fresher aus, aber wir müssen jetzt unbedingt, damit wir es fertig machen, komm mal mit, unbedingt diese Seite hier noch fertig machen, Bro. Also das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich werde mich auch heute auf jeden Fall dran setzen, dass wir diesen Bereich fertig haben bis zu den Livestreams, damit wir auf jeden Fall Sonntag vorbei sind mit dieser ganzen Geschichte. Und ich weiß nicht, hast du oben schon gesehen, was ich da gemacht habe eigentlich? Zeig mal nochmal, vielleicht habe ich es vergessen. Also Bro, ich sag dir ehrlich, dieser Raum ist uns so geil gelungen, also den habe ich ja auch gemacht, aber den kennst du ja schon. Aber ich weiß noch gar nicht, ob du meinen Bereich gesehen hast, also das ist ja hier mein Bereich. Dein Bereich? Ja, Bro, guck mal, hast du das noch gar nicht gesehen? Boah, wie geil sieht das denn ja, bitte Brudi, aus? Ja, ich muss auf jeden Fall das jetzt noch fertig machen. Das mache ich jetzt auch noch, glaube ich, sogar heute. Das kriege ich heute sogar hin. Das hier ist auf jeden Fall mein Bereich. Und wichtig ist, Bro, du musst auch unbedingt deinen Bereich noch fertig machen. Weißt du, wo ich dich sehe? Ich sag dir wo ganz denn? Ehrlich, ich sehe dich. Komm mal mit. Ich sag nicht gegenüber. Entweder dort, genau, gegenüber. Also entweder hier oder in dem Tower oder sogar in dem Tower. Also einen von denen musst du nehmen. Oder in dem Tower. Hey, Susama, was geht, Bro? Hey, Jungs, ich bin hier vorbeigeflogen und dann habe ich euch gehört, wie ihr hier erzählt habt. Alles Bro, gut bei euch. Ja, Mann, wie findest du unsere Sonnenfestung mittlerweile? Super nice. Also wirklich, man sieht, wie viel Mühe und Arbeit hier reingesteckt worden ist. Also wirklich, feier ich. Habt ihr echt schön gemacht. Und ihr seid ja immer noch täglich dabei, das immer schöner und schöner zu machen, ne? Bro, ist das wirklich so ein harter Hustle. Also du glaubst gar nicht, das ist so schwer. Aber warte mal, Sue! Ja? Bro, ich muss mit dir reden. Kommt mal bitte beide mit. Oh mein Gott, scheiße, wichtig. Pass auf, was ist passiert? Schlagloch. Bro, komm mit. Wir gehen in den Besprechungsraum. Beziehungsweise Besprechungsbalkon. Okay. Komm mit. Wie ist das hier? Ihr habt 3, 4 Wochen dafür gebraucht, ne? Bruder, fast einen Monat. Schon, ja. Einen Monat. Krass. Du, ja, ich muss mit dir über Mira reden. Und zwar sehr, sehr wichtig. Diese Sache zwischen dir und Mira, diese Bindung oder was auch immer ihr da habt. Hat dich Mira in irgendeiner Art und Weise schon mal deswegen angesprochen und dir mit dir Stress gemacht, dich gebannt oder irgendwas gemacht? Nee, noch nie. Wieso? Stu, ich habe eine Frage, ich habe eine Theorie und Mira mittlerweile, ich bin dir jetzt ganz, ganz ehrlich, ich traue ihr nicht. Ich traue ihr nicht mal, auch wenn sie Admin ist, auch wenn alle vor ihr Respekt haben sollen. Wie kann es sein, dass wenn damals jemand irgendeinen Anmachspruch oder irgendwas zu ihr gesagt hat aus Spaß, dass sie einen sofort gebannt hat, aber wenn wieder ein Song über sie machen oder wenn das oder dies, das ist, dass da nichts passiert. Erklär mir das bitte. Hast du auch das Gefühl, dass sie keine KI ist? Bro, Sue, sie ist keine KI und sie mag ja, mich wirklich. Ja, danke, danke. Das ist endlich mal, jemand, der das checkt, Pischner. Guck mal, ich hab dir das auch so oft gesagt. Du, nö, das ist eine KI. Mein eigener Bruder bestätigt sogar meine Aussage jetzt. Was sagst du jetzt, Pischner, hä? Bro, was sie ist keine, okay, hör mir zu. Ich hab wirklich in der letzten Folge schon alles erklärt und wirklich so viele Theorien aufgestellt. Wie kann eine künstliche Intelligenz mich fragen, was ich über ein... Guck mal, ich frage sie, was soll ich jetzt tun oder was soll ich passieren? Und dann sagt sie, was glaubst du, was du jetzt am besten tun sollst? Welche künstliche Intelligenz stellt Gegenfragen? Welche künstliche Intelligenz ist neugierig? Das macht keinen Sinn. Warum ist niemand darauf eingefallen? Du hast recht. Und der zweite Punkt ist, Sue, das habe ich auch den anderen gesagt.
Wer sagt, dass jetzt hier die Sache mit den Drachenwächtern, den Sonnenkriegern und das alles, was hier gerade abgeht, nicht Teil eines Unheils ist? Sue, wir haben Unheil nur nicht gewonnen. Ich freue mich, dass du auch so langsam denkst wie ich so. Bro, ich sag das auch jedes Mal, es muss doch von irgendjemandem programmiert worden sein. Es macht doch keinen Sinn, dass wir Bücher finden, wo es steht, ja, im Jahre 1900, weiß was ich war's, ist das und das passiert. Bro, damals gab es die YouTuber-Insel doch noch gar nicht. Deshalb, es muss von jemandem programmiert worden sein. Und so, guck mal, wer könnte dahinter stecken? Tobi, Mira oder Lukas? Das sage ich von Anfang an. Bro, es ist der Drahtzieher, ist Tobi. Ich kann euch auch ganz genau erklären, warum. Tobi war von Anfang an Admin des Unheils, Leute. Er hat diese ganzen Sachen geplant. So, dann taucht auf einmal eine Mira aus dem Nix auf und jeder von uns denkt, oh mein Gott, sie ist der neue Admin. Aber was ist, wenn Tobi einfach nur wieder mit uns sein wollte, weil er gesehen hat, Lukas ist mit uns und er wollte auch mit uns diese Zeit haben, genießen. Wie kann es sein, dass Tobi eine Rüstung hat, die unzerstörbar ist? Wie kann es sein, dass Tobis Kopf kaum bekommen, dass man Tobis Kopf kaum bekommen konnte und erst dann, wo es komisch wurde, hat er gesagt, okay, ihr könnt meinen Kopf haben. Wie kann es sein, dass er nichts über Mira erzählen darf, dass Tobi bis jetzt nicht einen Bann oder etc. bekommen hat? Und wie kann es sein, dass nur Tobi er... Tobi hat einen Bann bekommen. Ja, aber Bro, es kann doch alles inszeniert sein. Ja, das meine ich ja. Meine Rede, guck mal, das Ding ist dir das auch nicht aufgefallen? Jedes Mal, wenn es irgendwie ein Rätsel im Unheil gab, war Tobi irgendwie derjenige, der genau wusste, ey, wir müssen jetzt nach Norden fliegen, ey, wir müssen nach Westen fliegen, ey, wir müssen jetzt das und das machen. Er wusste immer Bescheid. Letztes Unheil mit dem Drachen. Wir müssen wahrscheinlich da und dahin fliegen. Oder das mit dem Fußball am Sonntag. Ja, ja. Wir müssen da und dahin fliegen. Leute, Tobi, ich habe gestern mit ihm auch über Discord geredet, live. Was hat er da gesagt? Ich muss ein Unheil vorbereiten. Tobi ist ein Drahtzieher, Leute. Und wir lassen uns die ganze Zeit... Also ich sag ehrlich, ich mag Tobi unnormal. Er ist ein guter Freund geworden. Und ich bin ihm auch gar nicht böse. Nur muss dieses ganze Terror aufhören. Weil du weißt, Pischta Massow wird sterben. Ich hab's schon gesehen in deinem Video, Bro. Warum macht Tobi halt auch nichts dagegen? Er war mal ein Sonnenkrieger mit uns. Bro, er kann nichts dagegen tun. Tobi will einfach nur diese ganzen Geschichten mit uns ausleben, aber er kann auch nichts tun. Sue. Ja? Wir haben ja einen... Ihr seid ja Drachenwächter und bei uns in der Sonnenkrieger-Geschichte gibt es einen Gott, der mit uns spricht. Den kennst du noch gar nicht. Und dieser Gott, der sagt, ich darf nichts über Mira und Tobi sagen. Er darf gar nichts erwähnen. Das heißt, seine Lippen sind versiegelt, wenn der Name Mira auftaucht. Er kriegt Angst und darf nichts sagen. Das heißt, wir sprechen hier von Mira, einer angeblichen KI, die aber einfach eine weibliche Spielerin sitzt, die am PC ist und einfach dich gut findet, Sue. Das wissen wir jetzt ja mittlerweile. Warte, Bro, warte. So, die findet dich auf jeden Fall gut. Und jetzt ist halt einfach nur die Frage, wer kann es sein? Und wir müssen das herausfinden. Tobis Schwester. Nein, niemals. Wow, Tobi hat doch keine Schwester, das würden wir wissen. Tobi hat keine Schwester, so oft wie wir mit Tobis ihm auf Discord stehen. Bro. Studentenkameradin oder so. Genau, sowas. Da, also Tobi hat auf jeden Fall jemand einfach... Die studieren doch alle Informatik und sowas, diese 100, Computersprache, Bro, so 100, Technik, Mechnik. 100.000% ist das genau so, wie du gerade gesagt hast. Also ich bin zu 100.000% sicher, dass es so ist. Was lachst du, Fisch, da? Aber ey... Hast du gerade gelacht? Warum lachst du? Was geht jetzt ab, Leute? Warum lacht ihr? Wie er es einfach sagt, Tobi ist ein Studentenkollege. Okay, ey Sue, wenn du irgendwelche Hinweise hast oder so, bitte lass es mich sofort wissen, okay? Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich muss auf jeden Fall... Natürlich, 100%. Alles klar, mein Lieber. Jungs, das Gleiche geht aber auch für euch. Wenn ihr irgendwelche Informationen durch die Sonnenkrieger bekommt, erzählt das den Drachenwächtern, ja? Ja, alles klar. Passt auf euch auf, wir sind alle ein Team, wir müssen alle gemeinsam die Unheile lösen und deshalb, wir halten alle zusammen. Okay, bis Bro. Ciao. Und noch viel weiter. Junge, Sue, Alter. Er ist richtig, glaube ich, von dieser Geschichte. Interessantes Gespräch, was ihr geführt habt. Oh, Junge, jetzt geht das wieder los. Das kann doch nicht wahr sein. Erzähl mal, was hast du denn alles gehört, Madame? Kian, wie du über mich redest, ist sehr interessant. Ich weiß ganz genau, ich bin mir sicher, dass du auch weißt, dass ich langsam hinter der Wahrheit rankomme und dass sich das richtig stört. Also Mira, ich weiß, wir hatten bis jetzt noch nie ein gutes Verhältnis und ich bin dir auch ehrlich, ich kann dich nicht leiden. Also ich bin eigentlich Mensch, ich mag jeden, aber ich mag dich wirklich nicht, weil du mit uns echt eklig spielst. Und So sei es. Ja, so sei es auch, aber trotzdem finde ich es nicht korrekt. Finde ich nicht korrekt, dass wir durch diesen ganzen Stress gehen müssen wegen dir. Und ich würde es echt fair finden, wenn du entweder uns mittlerweile einfach mal sagst, wer du wirklich bist. Für dein Empfinden habe ich keine Zeit. Du hast für mein Empfinden keine Zeit, aber für das Empfinden meines Bruders schon, oder was? Das geht dir nichts an.
Genau. Damit hast du gerade wieder komplett. Eine KI würde niemals sowas antworten. Aber egal. Wir haben dich jetzt. Frau in Klammern KI. Ist auch gar nicht schlimm. Wir wissen alle, dass du eine Persönlichkeit hast. Ob sie gut ist, ob sie schlecht ist, weiß ich noch nicht. Mira, ich bitte dich, hilf uns jetzt, dass Kiro diese ganze Geschichte hier nicht zerstört. Und hilf uns, den Sonnengott zu retten. Nein. Oh. Aber ich habe einen besonderen Auftrag für dich, Kian. Einen Auftrag für mich? Ich weiß doch, dass du gerade Scherben sammelst. Woher weißt du das? Ich weiß alles. Schon vergessen? Ja, Mann, du weißt angeblich viel zu viel. Egal, erzähl, was ist mit den Scherben? Und dass You letztens ein Lied für mich gemacht hat, wo du auch darin vorgekommen bist, habe ich etwas recherchiert. Und mir ist aufgefallen, dass du einen Song im Titel Unheil gemacht hast. Ich habe einen Song gemacht, der heißt Unheil, richtig. Da wurde ich von Tobi auf... Dieser Song impliziert eine Person, über die du singst. Und ich möchte wissen, wie es mit diesem weitergeht. Nein, das kannst du nicht machen. Weißt du, was mir der Song ja gemacht hat? Das war damals eine Frau, die mich sehr, sehr verletzt hat. So. Und ich hab mich der Community offenbart. Ich hab mich der Insel offenbart und den Leuten erzählt von meinem Leid. So, wie kannst du es wagen, dass du überhaupt in dieses Thema ansprichst, Mira? Wie geht das? Ich will mehr darüber wissen. Und als Belohnung bekommst du eine Scherbe. Ey, das kann doch nicht wahr sein, Kian. Du musst wie... Nein, das ist seine Vergangenheit. Wieso muss man seine... Okay. Du willst, dass ich morgen einen Song droppe. Und wenn ich diesen Song gedroppt habe, dann kriege ich eine Scherbe. Und ich soll in dieser Geschichte über die Fortsetzung erzählen, was mir widerfahren ist, wie ich damit umgegangen bin, als sie mich verlassen hat. So ist unser Vertrag. Das heißt, solche Verträge bist du auch mit Kiro und den Höllenkriegern eingegangen, wahrscheinlich. Und das ist unser Vertrag. Und wenn ich die dritte Königsscherbe habe... Das geht dich nichts an. Und die dritte Königsscherbe könnte... Was bringt mir die Königsscherbe? Das findest du dann heraus. Oh. Ey, diese Idee macht mich verrückt. Ein Song? Bro, soll ich das machen? Bro, hör mir mal zu. Ganz, ganz, Bro, dein letzter Song, du hast deine Gefühle offenbart und deinen Schmerz und so. Willst du es nochmal machen? Ich will nicht, dass du traurig wirst. Im Endeffekt in der Geschichte war das so. Also, ich bin euch auch ganz ehrlich, jetzt wo ich auch so offen rede mit meiner Community. Ja, ich wurde verletzt. Ich wurde sehr, sehr schlimm verletzt. Aber es ist leider so, im Leben wird jeder einmal verletzt, seelisch. Es ist einfach Fakt. Und nur 1% der Menschheit gehen, sage ich mal, glücklich komplett durchs Leben. Aber im Grunde genommen, die Fortsetzung der ganzen Geschichte war so, dass ich es akzeptiert habe und hinterher nicht mehr wollte. Und dann kam sie irgendwann wieder zurück. Aber zurück im Sinne von, dass sie alles probiert hat, aber ich nicht wollte. Aber ich soll darüber schreiben? Bro, ich unterstütze dich. Äußerst interessant. Oh mein Gott. Ist ja heute Tag der offenen Tür oder was? Äußerst interessant, was euch Mira da erzählt. Allgemein, was ihr da alles erzählt. Das ist äußerst interessant. Sei mal ehrlich, wie lange stehst du schon hier? Und wie viel Uhr ist es jetzt? Bro, also es mir ist egal. Ich stehe schon sehr lange auf jeden Fall hier. Junge, ich höre auf jeden Fall die Glocken läuten bei dir, Alter. Ich glaube, es wird Zeit, dass du verschwindest. Ja, es wird nicht Zeit, dass ich verschwinde. Weißt du, mich hat ein bestimmtes Geräusch nämlich hierher gelockt. Und zwar war es das Fiepen und Kreischen von Sue. Das hört man immer über 10 Kilometer. Ja, ich habe keine Ahnung. Sue freut sich einfach. Aber Kiro... Du solltest nicht so frech sein. Ey, geh mal weg. Geh mal weg. Oh. Dein Schild bringt dir nichts. So, und was jetzt? Du hast nicht meinen Totem. Bro, du stirbst anzugreifen. Gleich. Okay. Ja, und Digga, dasselbe ich hab, für dich, Kian. Ich hab, Bro, ich meinte ihn. Ich hab gerade, glaubst du mir, nur noch ein Herz gehabt? Ich hab volles Leben gehabt. Boom. Ja, ein Schlag mit voller Netherite-Rüstung. Verzaubert. Nee, Mann, ich hatte mein Elytra an. Aber ey, Pishta, komm mal ganz kurz zurück. Ganz kurz. Lass Kian in Ruhe. Ja, pfeif deinen Hund zurück, Kian. Junge, er ist nicht mein Hund, er ist mein Läufer. Und jetzt hör zu. Ja. Ja. Was willst du? Was ich will, es ist immer noch, wie sag ich mal, dieser Unmut, der zwischen uns im Raum steht, das mit deinen komischen Scherben, ein Liebeslied oder was auch immer du da trällern sollst. Hör mal zu. Es ist...
Hiro, die Sache geht dich nichts an, Mann. Jeder Mensch auf dieser Welt ist einmal durch diese Sache gegangen. Wie kannst du über mich urteilen? So, was ist dein Problem jetzt, Kiro? Du kannst aber jetzt verschwinden. Verschwinde einfach, wir brauchen dich nicht. Sogar du. Dein Herz schmerzt es auch sehr groß. Gerade du, der die Musik verstehen sollte, weißt, wie man Emotionen damit mit Emotionen verarbeitet mit der Musik. So, und diese ganze Zeit, so, das sind eigentlich nur Geschichten, die ich über mein Leben präsentiere. Und ich weiß jetzt nicht, was hat das mit dir zu tun? Genau so gehe ich nämlich auch vor in meinen Liedern. Ich verarbeite sehr viel, so wie du. Und das ist die Verbindung zwischen dir und mir. Und deswegen gebe ich dir ein ultimatives Angebot, weil ich bin sehr interessiert, was du aus diesem Song machst. Und zwar, wenn dieser Song nicht gut ist, wenn er nicht abliefert, dann sag Bye-Bye zu deinem Sonnentempel, den du so lange aufgebaut hast. Warte mal, was laberst du, Bro? Das kannst du doch nicht bringen. Ich wollte diesen Song nicht hochladen. Nein. Ich werde keinen Song morgen hochladen, das will ich nicht. Du kannst doch nicht drohen damit. Aber Kian, das ist doch gar keine Drohung. Ich bin ein besorgter Künstler, der sich um deine Gefühle schert. Das kannst du nicht machen, Bro. Er will das nicht und du musst es doch einfach akzeptieren und respektieren. Bisschen Hören und Verstand hast du doch ein bisschen, oder? Rück dich! Nein, das kann ich nicht, das ist mein Sonnenkönig. Emotionaler Support. Guck mal, was ich hier versuche. Kian wollte das nie veröffentlichen. Aber was, wenn er so vielen Leuten da draußen helfen kann, die auch in seiner Situation sind und sich verstanden fühlen? Emotionaler Support durch seine Lieder. Lieder haben eine so powervolle Macht. Das verstehst du gar nicht. Er will vielleicht das nicht hochladen. Aber ich glaube, da draußen wollen das alle hören. Da kann mir jeder zustimmen. Und ich gebe dir dieses Ultimatum. Das heißt, wenn ich morgen keinen Song hochlade, wird das hier alles zerstört. Zu 1000%. Das und wenn er dann schlecht sein sollte. Was ich aber bezweifle, dass er schlecht sein sollte. Also wenn ich einen Song hochlade und der nicht gut ist, dann ist das ja auch am Arsch, oder was? Richtig. Digga, warum? Warum machst du das, Bro? Warum? Was ist mit dir los? Seit wann bist du so drauf? Vertrau mir, ich tu dir damit einen Gefallen. Tust du nicht. Und jetzt verschwinde. Ey, ist so wirklich, Kiro. Ey, wie redest du? Kiro, wirklich. Tu mir einen Gefallen. So, du hast schon genug Theater gemacht. Verschwinde wirklich. Ehrlich, geh einfach. Ja, ich lass dir jetzt Bedenkzeit. Tschüss! Es tut mir so leid, ne? Da bin ich wieder! Okay, tschüss, ich geh wirklich. Ja, bist da. Keine Ahnung, was soll ich machen? Mann, weißt du was? Dann bauen wir halt einen neuen Sonnentempel. Ich will nicht, dass du dich verletzt fühlst oder so. Ich werde 4 Tage lang dran stehen und einfach für dich einen neuen Sonnentempel bauen. Du musst es nicht machen. Ich will einfach nur, dass es dir gut geht. Ja, das Ding ist, ich kann den Song hochladen. Das ist gar kein Ding. Nur, was ist, wenn er nicht so gut ist und dann hier trotzdem alles kaputt gemacht wird? Deine weißt Lieder du? Sind immer gut. Ja. Ich bin ein kleiner Fan von dir. Deine Lieder sind echt gut. Weiß nicht, Bro. Es ist einfach alles so wieder so stressig, Mann. Ich verstehe auch, es ist immer der gleiche Ablauf so. Und irgendwie so, keine Ahnung. Ich habe auch das Gefühl, Kiro und Mira haben irgendeine Verbindung zueinander. So. Ich habe das Gefühl, dass die alle mit uns spielen, dass zum Beispiel Kiro auch mit Tobi eine Verbindung hat, dass sie einen Vertrag haben irgendwie, also dass wirklich Kiro, Mira, Tobi in irgendeiner Art und Weise zusammenstehen, weil es kann nicht sein, dass ein Kiro so OP ist, es kann nicht sein, dass Mira und Kiro sich da immer absprechen oder so, irgendwas ist komisch, Digga. Mittlerweile sind so viele Fragen und ich lese mir auch so viele Theorien durch auf meinem Discord, das ist kein Plan, Digga. Das ist einfach nur schade und jetzt auch noch der Sonnengott, Bro, wenn er stirbt, der Sonnengott Pudi, der auch immer der diese Person ist, so. Das ist scheiße, Digga. Marcel darf nicht sterben und wir müssen uns irgendwas überlegen. Deshalb also, was passiert, wenn er stirbt? Bro, wenn er ich mich die ganze Zeit. Er sagt, er wird wiedergeboren, Bro. Das okay, heißt, irgendwer von den ganzen Leuten auf der YouTuber-Insel, mit dem wir zu tun haben, wird der neue Sonnengott, Bro. Ich bin's nicht, ich bin der König. Ich bin's auch nicht, ich bin ein Läufer. Was ist, wenn auf einmal irgendwer Böses der Sonnengott wird, weißt du? Weil, guck mal. Das wollen wir nicht. Alle anderen sind Drachenwächter, können es nicht sein. So, und die anderen, die keinen Clan haben oder so, einer von denen wird es wohl wahrscheinlich sein. Aber die Frage ist, wer? Egal. Frag jetzt einfach meine Community. Chat, schreib bitte jetzt in den Kommentaren. Soll ich diesen Song droppen morgen oder soll ich ihn nicht droppen? Bitte schreibt's jetzt rein und ich werde mich dann heute noch entscheiden. Passt auf euch auf und ciao.